Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Endlich Neuschnee. Ja, es schneit, Leute. Ich gucke gerade so ein bisschen so aus dem Fenster hier und ist schon heftig, was gestern, also von Samstag auf Sonntag und von jetzt Sonntag auf Montag und jetzt heute Montag da draußen losgeht. Also vor allen Dingen hier auf dem Dorfe merkt man dann schon, wie hart man eigentlich abgeschnitten ist und wie man tatsächlich auf ein Auto angewiesen ist. Ich meine, man kann natürlich jetzt auch einige Sachen mit dem Schlitten erledigen. Wäre mal eine Idee, ist sogar eine gute Idee. Denn anders kann sich hier im Moment nicht im Ort fortbewegen. Ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so schlimm gewesen. Oder vielleicht kommt es jetzt noch erst noch ganz so schlimm. Denn die Unterschiede in Deutschland waren ja schon sehr, sehr krank, muss man ja eigentlich sagen. Im Norden und im mittleren Deutschland oder Mitte Deutschland ging die Welt so ein bisschen unter. Und im Süden, da gab es ein bisschen Sahara-Schnee oder sowas, aber ich glaube, das Ganze verlagert sich jetzt auch so ein bisschen in den südlichen Bereich und bitter kalt wird es ja auf jeden Fall in ganz Deutschland. Also zieht euch warm an. Das Gute ist, man kann noch gesünder bleiben, als das finde ich sowieso schon gesund bleiben müssen, obwohl hier im Kreis komischerweise steigen die Zahlen wieder, obwohl die Kontakte sicherlich durch das Wetter nochmal reduziert werden. Also kein Mensch weiß eigentlich, wo kommt es denn eigentlich her. Aber wo kommt denn eigentlich die Liga her? Hurra! Ja, wir haben Liga gespielt in der letzten Woche. Ich habe in der letzten Woche sehr, sehr wenig Videos gemacht. Ich weiß, denn ich habe neues Spielzeug bekommen. Also jetzt nicht mal so abseits von Clash of Clans. Ich habe ein neues Auto bekommen. Das habe ich mir am Mittwoch in Bremen abgeholt. Und ja, da spielt man erstmal lange mit. Und dann hat man auch ein bisschen, ich will nicht sagen, Nachfahrholbedarf. Immerhin konnte man ja auch noch so ein bisschen so bis Samstagmittag noch fahren, aber danach ging ja nichts mehr. Und aber dennoch ist ja erstmal was Neues und die Arbeit bleibt ja nicht weniger. Aber wir haben schöne Livestreams gehabt aus der CWL hier am Wochenende. Vielen Dank nochmal an die Zuschauer, die mir da immer so toi hart unter die Arme greifen und dem Toto hier zum Pro verhelfen. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber es sieht schon ganz gut aus. Hier im Clan Free-to-Play bin ich im Moment noch zu Gast mit dem Avatar. Und hier habe ich gestern noch eine Nachricht losgetreten, kein Aufstieg generieren, denn wir wollen eigentlich gar nicht aufsteigen, aber mit 3,83 zu 3,53 zum Dritten. Und gegen den Dritten müssen wir noch am Ende des Spieltages spielen. Ich hoffe, dass die ein bisschen besser sind, dass wir nur noch ein paar Sterne machen und ja tatsächlich unverlieren. Denn ihr seht hier die Begegnung 13, 13, 12er, 12er, hier unten 11er, 10er und wir sind hier unten ja 9er. Oben, wisst ihr, sind wir 11er maximal. Da geht dann manchmal nicht mehr als ein Stern, also durchaus normal. Aber was nicht normal lief, muss ich sagen, war im Clan, da gehe ich jetzt auch mal wieder rein, im Clan Herausforderer, auch hier haben wir natürlich Liga gespielt. Ich habe die ganze Woche oder das ganze Wochenende bin ich hier nicht großartig drauf eingegangen. Das wollte ich mir einfach für so eine Videofolge aufsparen. Denn wir haben hier 17 Rathäuser gehabt, haben 17 Rathäuser, wobei ja einer geschrieben hat, ja, ich bin ja rot. Ja, ich bin ja rot, der da jetzt oben ist, ich bin ja rot, ich hätte ja gar nicht angreifen brauchen. Also ich finde, bei 17 Leuten hast du nicht so die große Wahl zwischen Rot und Grün und niemand guckt hier, sage ich jetzt mal, hier rein und vergleicht im laufenden Clankrieg, wer ist denn hier rot und wen kann ich im laufenden Clankrieg mitnehmen? Ich meine, die Frage stellt sich hier nicht, wir sind nur 17. Das heißt, du kannst eh nur zwei tauschen und das haben wir auch genutzt, also so ist es nicht. Aber ich finde schon ein bisschen blöde, wenn sich jemand hinstellt und sagt, oh, ich bin ja rot. Ich hätte ja gar nicht angreifen brauchen in der CWL. Ja, hat er dann aber doch gemacht. Aber dennoch gibt es hier ein kleines Erfolgserlebnis. Denn gestern, das ist der grüne Krieg hier. Denn gestern, wir haben gestern ganz, ganz spät aufgehört. Also kurz vor dem Super Bowl, würde ich mal fast so sagen. So um kurz vor halb eins. Oder eigentlich ist es heute um kurz vor halb eins. Und ich hatte noch zum Ende des Streams gesagt, pass mal auf, wir deffen jetzt nochmal ganz, ganz heftig. Und Leute, so war es auch. Also die gestern Abend noch im Livestream waren, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Tatsächlich, als wir weggingen, glaube ich, haben wir noch die Def von Glati. Ich glaube, die Def von Glati haben wir noch gesehen. Danach die 68% hier auf dem Phil waren auch eher geschmeichelt, muss ich sagen. Ich habe auch eigentlich gedacht, das bleibt auch ein Einsterner. Und der Matterhorn,
Dev auch nochmal, das ist echt der Hammer. Die, die gestern Abend dabei waren, wissen genau jetzt, wovon ich rede. Und der Skull legt dann noch einen drauf mit 2 Sternen und so haben wir hier 30-29 doch noch gewonnen. Gegen jemanden, der relativ hoch steht. Red Türkei, ja, so hoch stehen sie jetzt nicht, aber wir haben unseren Abstieg noch nicht ganz besiedelt, aber ich glaube, wir steigen hier ab. Also die Woche fing schon hammermäßig an, kann ich euch sagen, mit 13 Angriffen von 15. Ja, das macht natürlich richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn du die ein oder andere oder wenn du eigentlich gar keinen Dreier kriegst, haben wir gar keinen Dreier bekommen. Ne? Kein Dreier bekommen, aber selber machen wir natürlich dann zu viele Einser. Ihr seht das hier. Aber am Ende haben eigentlich nur fehlen nur noch Angriffe, weil der Gegner hat auch, obwohl der Gegner hat 15 von 15, der Gegner hat noch mehr Einser gemacht hier. Also die haben 3 Einsterner gemacht und wir machen sogar einen 3-Stern. Wir haben sogar einen 3-Stern gemacht. Das hat Silke hier gemacht. Gucken wir uns an. Ein bisschen Clash of Clans wollen wir auch wenigstens schauen. Und so ging das hier die ganze, ich will mal sagen, so die ganze CWL weiter. Ja, einer hat verpennt, der andere hatte kein Internet und konnte sich überhaupt nicht melden. Was ich in der heutigen Zeit gar nicht mehr glauben kann, dass man gar nicht mehr kommunizieren kann. Also, wenn meine Mutter das sagt, dann kann ich das verstehen, ja. Aber nicht, wenn das, sag ich mal, normalsterbliche Leute, die den ganzen Tag mit dem Handy unterwegs sind, zu Hause auch noch fett was aufgefahren haben und dann gar kein Internet, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass LTE ausfällt oder noch tiefer, glaube ich einfach nicht. Das sind so Sachen, da sage ich ganz klar, das glaube ich nicht. Ja? Das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder hat irgendwo. Also es ist schon eher selten, dass man überhaupt keinen Datentarif hat, was auch immer, und kann sich partout nicht melden, dass man kein Internet hat. Das kann ich nicht wirklich hinnehmen und das werden wir auch nicht mehr hinnehmen. Aber wir mussten hier natürlich hinnehmen, dass die Leute dann dann wieder ihren Angriff machen. Denn es ist ja schon, bei 17 Leuten, da kann man nicht mehr viel reißen hier in so einer Woche. Da kannst du nicht großartig tauschen und ich meine, habt ihr ja gehört, wenn sich dann auch noch einer hinstellt und sagt, oh, ich bin rot, na, ich brauche ja gar nicht angreifen, dann nehmen wir den auch nicht mehr mit, auch nicht in die nächste Liga und auch nicht in die übernächste Liga, vermutlich kann er auch einfach den Clan verlassen. Sage ich jetzt mal so, ja, wenn man sich so hinstellt in der CWL, haben wir am Wochenende eigentlich auch geklärt, da gibt es kein Rot-Grün. Da, ich meine, da kann man ganz normal sagen, kann ich den nächsten Spieltag mal aussetzen, dann wird da sicherlich keiner sagen, nee, geht nicht. Ich meine, bei 15 geht es wirklich nicht. Im Clan Spätzle CWL sind wir 15, da geht es wirklich nicht. Da kann keiner sagen, ich setze mal einen Tag aus. Aber hier hätten wir ja wenigstens, oder haben wir ja die Chance gehabt, immerhin 2 Leute zu tauschen. Wobei dann der eine sich ja hingestellt hat und macht gar nichts mehr. Das heißt, du hast dann nur noch einen zum Tauschen. Und wenn dann derjenige eine auch noch nicht angreift, dann weißt du natürlich nicht mehr, was sollst du denn jetzt machen? Ja? Ist also schon eine schwierige Situation hier gewesen. Und selber verdaddelt haben wir es vor allen Dingen durch die Nicht-Angriffspakte hier wieder. Wir würden nicht an letzter Stelle stehen. Ich würde jetzt fast sagen, wenn man jetzt noch 3 Clankriege dazu rechnet, die wir eigentlich gewonnen hätten hier, dann wären wir auch 6., 5. in der laufenden Liga hier. Ganz locker. Auch noch gar nicht mal mit großer Kraftanstrengung. Also da brauchte hier keiner irgendwie 3 Sterne holen oder so. Nö, das war gar nicht notwendig. Man musste einfach nur angreifen. Ja, man musste einfach nur angreifen. Und so haben wir hier einen Spieltag, ihr seht das hier, einen Spieltag nach dem nächsten verdaddelt. Wieder 13 von 15. Der Gegner auch nur 14, ja. Und ich meine, das wäre jetzt ein Angriff gewesen mit 2 Sternen. Aber nein, es ist nicht so. Und wir haben hier gut gekämpft mit 2x3. Muss mal eben gucken. Wir haben so viel auch in den Livestreams gesehen. Ich auch mal. Ja, aber ich zeige mal gerne die anderen. Ich meine, der 3-Sterner, dem verdanke ich eigentlich nur euch und nicht mir selber, denn wir haben hier jeden Abend geplant in der CWL-Woche, immer nachdem ich irgendwas Offizielles gemacht hatte. Wir haben ja auch ein bisschen am Freitag und am Sonntag haben wir Oso Cup gestreamt und danach gab es dann halt immer das Dilemma mit dem Toto. Aber ich fand's eine sehr, sehr coole Sache. Es ist unheimlich lehrreich. Auch teilweise habe ich gelesen im Chat, auch teilweise für andere ist das sehr lehrreich, die dann einfach nur zugeguckt haben, wie denn geplant wird. Und
Plan und Plan umsetzen ist sicherlich was anderes. Ja, da kann ich jetzt mal gerade nicht rangehen, aber ich ruf gleich zurück. Ich schwöre. Ah, das hört man gar nicht, höre ich, ne? Ich höre gerade, das hört man gar nicht. Mein Telefon klingelt. Aber das hört man gar nicht. Naja, der Phil hier mit dem Dreier. Ja, und wie gesagt, so war das eine wirklich, wirklich coole Sache, dass ich sogar teilweise 3 Sterne geholt habe. Kaum zu glauben, ein Plan von anderen und den dann machen. Das sind auch immer 2 verschiedene Paar Schuhe und einiges lief dann auch mal richtig quer, aber irgendwie haben wir uns dann in die 2 Sterne reingemogelt. Auch das gehört immer so ein bisschen dazu. Nur am Ende oder wenn ich einen Schlussstrich unterziehe, hat mir das sehr, sehr geholfen und ich bin auch unheimlich dankbar, dass wir das so an den Wochenende machen konnten, denn so haben wir noch immer am Ende versucht, das möglichst Beste hier aus dem Clankrieg wenigstens noch rauszuholen, auch wenn er schon vielleicht verloren galt oder wo du einfach nur gehofft hast, die haben auch immer sehr, sehr spät geendet, wo du einfach nur gehofft hast, dass die noch angreifen, die nach dir dran sind, ja, dass die noch angreifen. Ich war ja nicht immer der Letzte. Also, wenn ihr euch vorstellt, ich war gestern so gegen, ich würde fast sagen, oder heute Nacht so gegen kurz nach 12, war ich der drittletzte Angreifer, der hier angegriffen hat. Das heißt, es waren noch 2 nach mir dran und dann hoffst du natürlich nur, wenn du mal so auf den Tacho guckst, hoffentlich greifen die noch an. Ja, hoffentlich greifen die noch an, aber sie haben dann angegriffen und das hat uns dann letztendlich immerhin einen Sieg davon getragen. Es wäre der 4. Sieg gewesen, Leute. Es wäre wirklich der 4. Sieg gewesen. Dann würden wir nicht hier unten stehen, sondern hätten ja nicht um Aufstieg gespielt, aber wenigstens um den sehr, sehr sicheren Klassenerhalt. Wir haben ja unten so ein bisschen kleinere Rathaus 13er noch, die also mit noch nicht so starken Helden dastehen, was jetzt Rathaus 13 angeht. Max 12 waren die alle, das halt gewiss. Aber die haben dann halt noch Helden im einstelligen Bereich, geben dann alles mit Machttrank oder auch dann Powertrank für die Truppen, die natürlich noch nicht da sind. Und trotzdem hätten wir das hier gut überstanden. Wir haben sogar unten einmal ein Rathaus 12 als Gegner gehabt. Also der Gegner hatte ein Rathaus 12 und naja, das war aber 2. Tag. 3. Tag lief, hätte ich fast mal so gesagt, ähnlich. Aber immerhin 15 von 15 alle Angriffe gemacht. Nur kein Dreier. Kein Dreier, dafür wieder mal 2 Einser. Und der Gegner hat 2 Dreier gemacht. Also die Niederlage ist verdient. Und die ist absolut okay. Da gibt es nichts dran zu nölen. Ich glaube, es war der Clankrieg. Ja, hier hätten uns, glaube ich, auch 2 Sterne gefehlt. Aber ich glaube, wir hätten hier auch verloren. Denn ein Dreier gibt 6,67% aufgerundet, meine ich. Ja, 6,67%. Und dann hätten wir den auch nach Prozenten noch verloren, wenn der 15. noch angegriffen hätte. Ja, aber dennoch wieder völlig unnötig hier. 3 Einsterner, Leute. 3 Einsterner, das ist heftig, ehrlich. Ich bin da ja nicht von frei von Einsternern, ne? Gar keine Frage. Ich habe in dieser Woche auch reichlich Einsterner hingelegt. Ich bin da ja nicht von frei. Aber ich habe in diesem Clankrieg exakt auf die gleiche Base übrigens 3 Sterne geholt. Einfach nachgespielt. Einfach echt nachgespielt. Und es hat funktioniert. Der Robin hier gegen den Boogeyman, denn die Base hatten die Kollegen hier 2 Mal. Und ihr habt auch gesehen, wir haben 4-1 hier in diesem Clankrieg mit 3 Sternern vorne gelegen. Ja, das muss man auch mal gucken. Ja, dass ich vielleicht sehe, Mensch, wir haben schon drei Sterner. Uns reichen die 2 Sterner. Sichere 2 Sterner irgendwie in den Hafen reinschieben. Mit E-Drachen oder wie auch immer. Irgendwie geht das. Nicht unbedingt immer. Ich habe mit Thorsten ja auch die Erfahrung gemacht, dass ich da auch mal wieder einen 1-Sterner hingelegt habe. Alles schön am Rathaus vorbei, bloß das Rathaus nicht mitnehmen. Oder auch der richtige Klassiker war, glaube ich, mit dem Schief Barfuß. Oder war es mit Alex? Nee, ich war, glaube ich, mit meinem Rathaus 11. 99% 1-Stern. Ja, auch das ist mir diese Woche wieder gelungen. Von Rathaus 11 auf Rathaus 13. Also das Rathaus 13 war jetzt erst ein Ausbau, erste Stufe Rathaus 13. Aber dennoch
Ja, sehr ärgerlich. So, aber der Robin hier, ich habe das exakt so gemacht. Ich bin jetzt nicht ganz von 12 Uhr gestartet mit meinem Hybrid, sondern so ein bisschen eher Richtung 11 Uhr gehend. Aber wirklich nachgespielt auch mit der exakt gleichen Armee. Das kann man sehr, sehr gut machen. Und wenn du dann siehst, es funktioniert, ich hatte auch eine etwas andere Clanbook dabei. Ich glaube, er hat eher damit gerechnet, dass er vielleicht das Rathaus nicht schafft und dann schickst halt noch eine Blimp drauf. So kann das ja in jedem Fall laufen. Jetzt muss ich aber doch mal mein Handy abstellen. Warte mal. Einen kleinen Schnuppen weggeholt, glaube ich. Gestern beim stundenlangen Schnee wegschippen. Schippen sollte man immer zwischendurch, denn noch ist der Schnee sehr, sehr leicht. Das heißt also, du kannst ihn einfach so wegschippen, schippe. Und wer sich sagt, naja, ich lasse erstmal alles abschneien, dann friert es womöglich noch, dann wird der Schnee pickepacke hart und so und dann kriegst du ihn erst gar nicht mehr weg. Also ruhig mal zwischendurch ein Stündchen raus, aber aus dem Stündchen wurden hier gestern, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben 4 Stunden hier die Einfahrt freigeschüppelt im ersten Gang, weil irgendwann weißt du ja nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Die Berge türmen sich und du kommst schon bald gar nicht mehr so hoch mit deinem ganzen Geraffel, aber wie gesagt, hier 4 3 Sterne und trotzdem verloren. Ja, den haben wir schön glücklich gewonnen. Und auch hier haben wir aber schön 1 Stern jeweils, beziehungsweise der Gegner hat auch einen Dreier geholt. Aber dadurch, durch die 2 Fails da unten und ist uns das glücklicherweise nochmal gelungen, muss ich sagen. Im heutigen Spieltag, ich gucke mal gerade, ja, wir können mal Herr Max gucken. Wir können mal ein bisschen Clash of Clans gucken. Ich weiß, die Montagsfolge wird immer länger und ich hoffe, dass ich in dieser Woche noch zu so ein paar mehr Videos komme für euch. Vielleicht auch mal zu ein paar News, denn irgendwie bereitet man sich ja jetzt schon so ein bisschen auf den Frühling vor, wenn auch nicht so wirklich. Das ist ja noch ein bisschen ausstehend, aber mal sehen, was noch so kommt. Oh, habe ich jetzt was verdattelt da? Naja, manchmal verdattel ich auch gerne was. Naja, man wird nicht jünger, Leute. Okay, der Max hier mit so einem halben Hybrid. Was ist das? Ah, das ist Yeti Bett, würde ich mal so sagen. Mit Bed Spells im Backend. Denn hier unten lungerten 3 Single Infernos sogar rum. Okay, da hat er also oben noch gar nicht mal so viel Beschuss. Das sind nur 4x-Bögen. Okay, das sind nur 4x-Bögen. Alles klar. Alle Angriffe habe ich auch noch nicht gesehen. Und auch im laufenden Clankrieg gegen den 2. oder 3. läuft es gar nicht mal so schlecht für uns heute. Aber gehen wir gleich ganz kurz mal drauf ein. Ich glaube, heute Abend komme ich nicht online, um mit euch zu spielen, denn ich bin am Dienstag für euch da. Da machen wir ein bisschen GML. Dann bin ich am Mittwoch, Donnerstag, Freitag für euch da. Da machen wir das Noobs-Turnier mal wieder. Rathaus 9 bis Rathaus 13. Das finde ich mal eine sehr, sehr interessante Sache. Deswegen habe ich dem jetzt doch zugesagt. Es hat ein bisschen gedauert, weil irgendwo waren so ein paar Terminüberschreitungen da. Turnier hier, Turnier da, selber spielen hier, selber spielen da. Und das wollte ich natürlich so ein bisschen vermeiden. Aber ich glaube, das war immer eine gelungene Sache. Und das Format passt auch knackig. 1 Stunde Rathaus 9 bis Rathaus 13 hoch. Und dann haben auch nicht nur die gerne Rathaus 13 Angriffe gucken, sondern auch mal gerne sich selber vielleicht sehen als Rathaus 9er, 10er, 11er oder 12er. Wobei 12er gibt es ja im Moment nicht. Die haben dann auch ein bisschen was zu gucken und das ist ja auch nicht so schlecht. Sehr schön gemacht hier der Max. Und im letzten laufenden Clankrieg, im vorletzten laufenden Clankrieg, haben wir ein kleines Disconnect geschenkt bekommen, hier auf den Sex Pistol. Das war ein Disconnect, weil der Lucifer hatte ein Queen Walk oder Queen Charge war es, schon gesetzt gehabt, hatte noch einen kompletten Hybrid auf, also noch die komplette Hybrid-Armee und hat dann scheinbar ein Disconnect bekommen. Ist natürlich unschön, muss man sagen, das kann man dann eher schlecht bewerten, was wäre es gewesen, ja. Ich glaube nicht, dass er aufgegeben hat. Ich glaube, der hat den Disconnect. Kann aber auch sein, weil er seine Queen ganz schnell verloren hat, dass er gesagt hat, naja, der Angriff kann nichts mehr werden. Aber unter Umständen
wie heißt es dann, dann musst du eine andere Strategie spielen, dann musst du All-In spielen. Ja? Alles rein Richtung Rathaus und das irgendwie zu knacken und irgendwie noch einen Stern daraus zu holen. Die drei Sterne an der Stelle hat er sich bedankt, der Sascha hier, mit Pekka Bobet und Betspells im Backend. Im Rathaus 13 Bereich habe ich das schon sehr, sehr lange nicht gespielt. Im Rathaus 11 Bereich spiele ich das sehr, sehr häufig. Im Rathaus 12 Bereich kann ich nicht spielen, weil ich im Moment keinen Rathaus 12 habe. Aber bald haben wir zwei Rathaus 12er, denn meine beiden 11er sind so ein bisschen so, naja, 230 Mauern noch. Das ist nicht mehr so viel. Kriegen wir hin. Mit eurer Hilfe machen wir so ein paar schöne Farmabende, Streamings. Dann bin ich nicht ganz so alleine, denn im Moment möchte man ja auch nicht unbedingt alleine sein. Man ist schon alleine genug und wenn man dann noch alleiner ist, als dass man nicht sowieso schon alleine ist, dann wird es deprimierend und traurig. Und das möchte ich nicht, da habt ihr auch keinen Bock drauf. Dann machen wir lieber ein bisschen was gemeinsam. Dann hat man wenigstens noch, sage ich jetzt mal, so eine Art Ansprechpartner. So, die Bets starten hier oben auf 3 Uhr, na, nicht ganz 3 Uhr, fast 3 Uhr. Und kein einziger Flächenschaden mehr auf dieser langen Flanke hier, den die jetzt fliegen. Ist natürlich sehr cool. Nur da oben noch ein Magierturm, der da ein bisschen gefährlicher sein kann. Zumindest was die Bets angeht. Und, oh, den spule ich euch fix vor. Tut mir leid, Sascha, denn wir haben was live drin. Dann geht die Folge halt mal eine halbe Stunde. Aber dafür habe ich mir auch genau das heute aufgespart, dass ihr auch seht, dass doch noch was geht. Da geht noch was. Na? Geht doch, steht zumindest im Titel drin. Geht doch mit dem grünen Haken. Und also es funktioniert doch noch. Er kann die Queen sogar noch am Ende zünden. Und da sind wir doch auch gar nicht mal so auf dem schlechten Wege. Das ist ein Angriff auf unserer Seite. Sehr cool. Live. Oh. Herr Max, okay, live, Herr Max mag die Super Minions nicht, glaube ich, hat er geschrieben oder hat er geschrieben, er mag die. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber seine Queen hat hier heftig zu kämpfen am Rathaus, sieht aber noch ganz gut aus an der Stelle und hat ein Hybrid jetzt im Backend, zaubert zweimal Heil, noch zweimal Wut, da kann er die Queen noch richtig, richtig laufen lassen. Schön, dass wir was live reinkriegen. Ja, das freut mich. Das toppt nochmal so ein bisschen hier so die Folge, auch wenn sie jetzt, glaube ich, ganz schön lang wird. Naja, so lange Videos gucke ich auch nicht so gerne, wenn das Thema nicht so passt, aber ich glaube, das Thema passte jetzt mal ganz gut. Dann habt ihr mal so ein bisschen so Eindruck und ich kann ja auch so sagen, für die nächste Saison oder überhaupt für den Clan-Herausforderer suchen wir natürlich Mitstreiter, die auch hier im Clan bleiben und uns auch wieder die nächste Liga spielen, egal ob Aufstieg oder Abstieg. Die Kollegen, die jetzt im Clan Deutschland Ed sind von den Herausforderern, spielen eigentlich auch eine ganz gute Liga, glaube ich. Und sie haben auch erst einmal gewonnen, aber nie so hoch verloren, dass man Sterne verloren hat. Die werden die Liga dort halten, da drüben. Und was natürlich sehr, sehr cool ist, selbst wenn du nur einen Win hast, damit die Liga halten, ist schon ganz nett. Also das passt auf jeden Fall. Und bei Max passt das aber auch sehr, sehr gut hier. Drei Sterne werden das aber nicht, denke ich mal. Okay, noch ein bisschen Defense, da ein bisschen zu viel Defense. Zwei Single Infernos, nee, zwei Multis sind das, ne? Nee, ein Multi, ein Single. Okay, aber erstmal zwei oder überhaupt zwei Sterne mit vielen, vielen Prozenten ist ja auch nicht schlecht. Oh, da geht doch noch ganz schön viel, ne? Verdammt, der World Champion hat ja doch noch Trefferpunkte. Habe ich mich da jetzt so vertan, Leute? Ah, ne, der. Ich wollte es gerade sagen, ne? Ich hätte jetzt echt gedacht, habe ich mich da doch so vertan. Hat er ja eben erst gezündet, kann aber jetzt noch hier die allerletzten Prozente rausholen. Schön, dass der hier so Lücken hat. Oh, die Riesenbombe. Hätte fast den Irokesen. Ach nein, das sind ja keine Irokesen hier. Das sind ja die, die keine haben, aber die echten Kobolde haben ja einen Irokesenschnitt. Und 16 Sekunden hat er schon abgebrochen. Nee, ne? Ah, nee, das ist Matterhorn, der jetzt fordert. Wahrscheinlich auch für seinen Klankriegsangriff.
Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen, auch wenn es jetzt eine Ultra-Zusammenfassung war, aber man darf wahrscheinlich den Glauben nicht verlieren oder die Hoffnung nicht verlieren. Auch hier in der Liga nicht, auch wenn ich wirklich manchmal einen Rappel gekriegt habe, gerade durch diese ganzen Nicht-Angriffssachen, ist das schon ein bisschen zermürbend, wenn du eigentlich gewinnen würdest, aber dann doch nicht gewonnen hast. Wenn euch das Ganze trotzdem ganz gut gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einfach einen Daumen da oben, wo immer so steht. So, ne, da macht ihr einfach da den Klick drauf. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Twitch.tv, Toto Clash, da gibt es reichlich Livestreams in der nächsten Zeit. Liegt manchmal auch ein bisschen am Wetter, denn es wird, glaube ich, nicht besser und dann treibt es einen doch ein bisschen weiter hintern Schreibtisch, ein bisschen bewegen. Tut mir aber ganz gut. Ich werde heute Nachmittag einen kleinen, ja, verschneiten Spaziergang machen. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.